Die Familie reiste weiter nach ihrer letzten Station, Al-Muharraq-Kloster. Die heilige Familie blieb an diesem Ort 185 Tagen, und zwar bis der Engel des Herrn dem heiligen Josef befahl, das Kind und seine Mutter zu nehmen und nach Palästina zurückzugehen, weil Herodes gestorben war. Papst Theophilus, der 23. Patriarch von Alexandrien, berichtete von der Reise und Verbleiben der heiligen Familie auf den Berg Kaskam. Dieses Kloster hat eine uralte Geschichte, und das Wichtigste darin sei die Erzählung, dass Christus zur Jungfrau Maria sagte: Auf diesem Platz soll ein Altar zu deinem Namen gebaut werden, und so war es bis zum heutigen Tag. Dieser sollte der erste Altar sein, den unseren Herrn Jesus Christus geweiht hat. Dieses Kloster war seit dem 4. Jahrhundert in Zeiten der Bedrohungen der Barbaren und Christenverfolgung ein Zufluchtort für viele Mönche gewesen. Es wird berichtet, dass im Jahr 643 Papst Benjamin, der 38. Patriarch von Alexandrien, in diesem Kloster Zuflucht suchte. Am Beginn des 7. Jahrhunderts besuchte das Kloster Ambar Konstantin, der Bischof von Assyut, und übernachtete dort 3 Tage. Im 15. Jahrhundert schrieb Al-Makrizi, dass sich unser Herr Jesus Christus in diesem Kloster mehr als 6 Monate aufgehalten hat. In diesem Kloster sind viele historische Merkmale zu sehen, wie die historische Festung, die ungefähr im Jahr 481 vom König Zinnon gebaut wurde. Diese Festungen sind deshalb gebaut worden, um die Mönche von den Anschlägen der Barbaren zu schützen. Und die historische Heilige Jungfrau Maria Kirche, die 3 Kuppeln hat und auf den 16. Jahrhundert zurückgeht. Und es ist bekannt, dass diese Kirche auf dem Platz gebaut ist, wo einst das Haus stand, das vom heiligen Josef gebaut wurde, damit die Jungfrau Maria und das Jesuskind rasten konnten. Der mittlere Altar besteht aus Granitstein, worauf in griechischer Sprache eingraviert ist, der ein Grabmal darstellt, das auf dem 7. Jahrhundert zurückgeht.